So, und jetzt schauen wir uns den Makita-Kollegen an. Willst du nimmer mehr, dann nimmst du den Makita 230 Volt Spannungswandler, weil dann hast du es auch hinter dich gebracht. Das Ding ist saugefährlich. Jetzt schauen wir uns mal den Sinus an und Step by Step, warum ich meine, das Ding ist mega gefährlich. Ich habe hier im Hintergrund das Oszi eingeschaltet. Es hilft nichts. Das ist im Prinzip die Ausgangsspannungsqualität. Also diejenigen, die das eine oder andere Video von mir schon verfolgt haben, das ist alles andere als ein Sinus. Das dürfte im Prinzip ein Segelspitzensinus sein, sagt man, glaube ich, im Fachausdruck. Die Frequenz ist aktuell bei 58, dann 53 Hertz. Das heißt, das Ganze marschiert ein wenig rauf und runter. Die Spannung aktuell 225,6 Volt. Die hat aber die Eigenschaft, ich weiß jetzt nicht, ob es bei den schwarzen Herren so war oder war es bei den roten Kollegen so, unter Belastung steigt dann die Spannung immens an. Das sehen wir dann beim Belastungstest. Jetzt geht es aber aktuell einfach mal im Leerlauf, wie gefährlich so ein Wechselrichter sein kann. Hier haben wir auch die Kontrolle beim Flucke, 53,4 Hertz und auch die Frequenz schwankt teilweise sehr stark nach oben. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der rote war oder dieser, glaube ich, bis zu 60 Hertz. Ist noch im gröberen Grenzbereich für deine Heizungsumwälzpumpe, derer wird es relativ wurscht sein. Nichtsdestotrotz ist dieser Artikel meines Erachtens nicht zum Empfehlen. Jetzt schauen wir uns das einmal an, warum ich da immer so rumjammere. Gehen wir zurück auf die Spannung. Das waren jetzt im Prinzip der schwarze Leiter ist hier gekennzeichnet als N-Leiter und in meinem Fall der blaue bzw. mit der roten Spitze ist dann der Außenleiter. Hier messen wir 225 Volt. Jetzt gehe ich dann, ich stecke den nur ab, gehe ich da auf den Erdleiter, weil fälschlicherweise hat dieses Gerät da unten einen möchte gern Erdanschluss. Der ist nämlich sehr gefährlich. Hier messen wir doch eine sehr beachtliche Spannung von 131 Volt, was natürlich, wenn es ein IT-Netz wäre, jetzt nichts Außergewöhnliches ist. Das ist ja auch egal, aber welchen Wechselrichter ihr so mal messen geht, es gegen Erde. Hier können durchaus sehr hohe Spannungen anstehen. Wieso ich jetzt da nicht gleich die Panik schiebe, weil die Spannung über 50 Volt ist, weil ja das nur eine Messspannung ist. Man muss das Ganze dann mit einem Widerstand belasten. Dann kommt die Wahrheit hoch. Wie hoch soll dann die Spannung sein? Maximal 50 Volt ist zulässig. Irgendeinen Leiter gegen Erde bzw. Erdpotenzial, weil wir haben ja im Prinzip ja keine echte Erdung. Und jetzt gehe ich dann noch hier auf den Innenleiter. Und auch hier sehr spannend dasselbe Spiel. Egal wie man ansteckt, zwischen N und möchte gern Masse PE 132. Und dasselbe auch zwischen Phase und PE. So, ich werde jetzt hier einen Erdschluss simulieren, wenn du da in den Verbraucherstromkreis reinkommst. Ich habe hier im Internet einmal ein brauchbares Bild gefunden, wo die Körperteile, also der Widerstand des Menschen dargestellt wird. Wir haben das auch seinerzeit in der Ausbildung so gelernt. Rund 500 Ohm, sprich ein halbes Kilo Ohm pro Gliedmaße. Und da geht es dann immer darum, wie der Strom dann quasi den Weg durch den Körper findet. In unserem Fall haben wir ja kein Erdpotenzial, aber unser Mikrowechselrichter hat ja einen Erdanschluss. Und wenn jetzt zum Beispiel das ein elektrisches Gerät wäre, was eben dann über deiner Schutzleiter versorgt wäre und du dann im Fehlerfall zwei Leiter berühren würdest, also indirekt in den Stromkreis reinkommst, weil zum Beispiel hier ein Schalter ist oder irgendetwas. Herdplatten sind da ganz gefährlich bei diesen Sachen, gerade im mobilen Bereich oder auch bei der Umwälzpumpe, wenn du rumbastelst, wie auch immer. Wenn du es halt schaffst, indirekt in den Stromkreis zu kommen,
hast ja keinen Fehlerstromschutzschalter, weil eigentlich ja die Idee von diesen ganzen Inverter ist ja ein isoliertes Stromnetz, aber da werden wir ganz ein tiefes Video machen müssen. Heißt das jetzt, wir gehen davon aus, unser Widerstand heißt, ein Arm und der andere Arm sind zwei quasi Widerstände in Serie, rund 1 Kiloohm. Ich habe jetzt sogar 1,6 Kiloohm. Das hieße, ich müsste hier sogar noch einen dritten Widerstand draufgeben, nur dass ihr mir das glaubt. Das jetzt bitte nicht zu Hause nachmachen. Ich weiß ein wenig, was ich tue. Aktuell haben wir eine Abgriffsspannung, also eine Fehlerspannung von 2,3 Volt und einen sehr geringen Strom von 0,3 Milliampere. Das ist ja alles soweit okay. Zulässig würde ich sagen, wären bis zu 7 mA und hier sind 50 Volt die maximalste Spannung, weil ja im Prinzip wir hier das simulieren, dass du indirekt in den Strom kommen würdest. In diesem Fall, man sieht es da hinten, das blaue Kabel ist unser Erdleiter und da oben haben wir im Prinzip Phase- oder Nullleiter, beziehungsweise ja nicht zwei nicht definierte Leitungen. Da kommen halt die 230 Volt raus, ohne Definition. Ich kann ja auch das Setting hier jetzt umstecken. Es ändert hier nichts an der Sache, alles verhält sich gleich und jetzt da werden wir aber statt 1,5 Kiloohm, wir haben einen schlechten Tag, wir haben halt den Strom reingegriffen, also wir haben halt nasse Hände und werden daher ein bisschen so realitätsnahe Widerstandswerte darstellen. Man soll es nicht glauben, dass ich jetzt absichtlich die vielen Widerstände, damit ich jetzt auf einen halben Kiloohm, sprich 500 Ohm komme, ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber dieser Inverter ist einmal von der Schutzisolationskomponente gegen Erde absolut in Ordnung. 0,8 Volt Berührungsspannung. Da drüben haben wir jetzt da 0,16, 0,45, egal, unter 1 mA. Das heißt, das ist der Strom, der aus hier fließt. Das war genau das, was ich vorher gemeint habe. Sich nicht täuschen lassen, wenn man dann eine hohe Spannung gegen Erde misst. Wirklich draufkommen tut es ja nur, wenn sie das mit einem Widerstand belastet, weil die Spannung kann sich auch durch Aufladungen irgendwie mit den Kondensatoren über den ganzen, sage ich mal, Kapazitäten von der Invertertechnik aufbauen. Die misst man dann blöderweise mit einem Multimeter. Sagt jetzt so gesehen nichts darüber hinaus aus, ob eben die Schutzmaßnahme isoliertes Stromnetz IT gegeben ist. Ja, dadurch können die Spannungen sehr oft täuschen und da gibt es ja dann jetzt, wenn ich jetzt würde hier auf diesen 200 Watt im Wert einen Fehlerstromschutzschalter nachrüsten, müsste ich ja im Prinzip dann hier eine Brücke zwischen N-Leiter oder diesen Leiter, den ich als N-Leiter definiere, hier ist er sogar mit N-Leiter angeschrieben, und Erde eine Brücke machen, damit eben dann das Ding quasi geerdet wird, damit ein Fehlerstromschutzschalter auch funktionieren kann, weil der Fehlerstromschutzschalter braucht im Prinzip diese Erdleitung, damit da auch ein Fehlerstrom fließen kann. Aber das ist jetzt zu verwirrend, da machen wir ein FI-Video, dass das besser rüberkommt. Ich bin jetzt einmal von der Seite her begeistert, weil vorher nämlich eben die extrem hohe Spannung mit 132 Volt ein wenig den Eindruck hätte gemacht, dass das Ding gefährlich ist, da kannst du dich täuschen, musst einen Widerstand drauf geben, und damit ihr mir das auch glaubt, dass da Spannung rauskommt, ich stecke das Ding jetzt einmal, aha, das war jetzt zu viel, hat schon geblitzt, er ist noch okay, ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass die Kamera, nein, es ist leider schon dahin, nein, die haben schon einen Geist aufgegeben, die Widerstände, fließt kein Strom mehr, machen wir kurz eine kleine Kontrolle, die sind eh abgeschlossen, da haben wir noch die Kontrolle, es sind noch immer die 461 Ohm, also unser Widerstand ist noch nicht ganz abgeschmort. Ihr habt das kurze Feuerwerk gesehen, leider nur ein kleiner Prassler, aber die Widerstände sind dahin, sie nehmen keinen Strom mehr auf, das heißt, sie mögen den Stromkreis de facto nicht schließen. Nicht ganz so abgeschmort wie sonst üblich, aber die sind dahin. Aber das war ja Absicht, weil ja ich die Widerstände der Show halber ja direkt auf die 230 Volt gesetzt habe. Wir sind bis dato sehr glücklich von der IT,
also Schutz, Netzsystem, IT, also das heißt, die schutzisolierte Komponente der Ausgangsnetzqualität ist in Ordnung. Und jetzt gehen wir auf den Belastungstest. So, ein neues Setting. Wir belasten den guten Herrn. Wir haben einen Original Makita 5 Amperestunden Akku drauf. Also das offiziell zurzeit aktuellste Modell. 6 Amperestunden gibt es zwar auch schon, aber das steht jetzt außer Frage. Im Hintergrund sehen wir den Sinus, das Oszilloskop. Hier haben wir die Frequenz. Die Frequenz mache ich deswegen mit dem Flucke, weil sich der Unitest ein wenig schwer tut, weil einfach bei diesem Inverter permanent die Frequenz sich ändert und dann mit dem Triggering, mit der Abtastrate, diese Messwerke ein wenig einen Stress haben. Und als Verbraucher habe ich drauf auf meiner Steckdosenleiste einen Billigsdorfer Lötstation und jetzt kommt's, ein fein Multimaster mit theoretisch 250 Watt. Aber die 250 Watt hat er auch nur wirklich, wenn du ihn belastest. Das heißt, im Leerlauf wird der uns maximal 100 Watt ziehen. Und wie bei allen Feingeräten, diese Maschine hat einen Anlaufstrombegrenzer. Also jetzt nicht glauben, dass du zu Hause deine 40 Euro Baumarktflex damit starten kannst. 200 Watt sind 200 Watt. Aber eben wie bei fein- und hochwertigen Gewerbegeräten, da sind Anlaufstrombegrenzer drin. So, dass ihr mir glaubt, dass die Spannung eine Leistung macht. Also die Spannung steht ja schon an, aber dass wir auch ein wenig Leistung ziehen. Ich schalte jetzt einmal auf der kleinsten Stufe die Lötstation ein. Das heißt, 6,5 Watt haben wir gerade Bezug. Sinus verhält sich brav und ich schalte jetzt einmal unseren Multimaster ein. Oh, das... ein Neustart und der läuft schon. Und wir haben sage und schreibe 110 Watt aus einem Makita-Akku entnommen. Und jetzt, da bin ich noch so gemein, den klemme ich zwischen meine Füße. Jetzt drehen wir noch ein bisschen was bei der Lötstation rauf. Schauen wir, wird man raufbekommen auf die... Ich habe die Lötstation komplett offen, aber jetzt kämpft er, jetzt, man hört es, die Spannung erarbeitet, er kämpft ein wenig, ich gebe mal die Lötstation ein wenig weg. Feine Sache mit der Ausgangsspannung, also die 125 Watt tun den Akku relativ gut, das hat ja auch damit zu tun, was schafft der Akku und die Leitungen dahinter sind ja nicht wirklich weiß Gott wie warm, aber alle Ehre, jetzt kämpft er kurz, ich gebe mal die Lötstation komplett weg. Schauen wir, ob man noch einmal starten mag. Nein, das war jetzt kurzzeitig zu viel, aber er hat scheinbar eine Reboot-Funktion. Habt ihr das gesehen? Das war zu viel. Er probiert aber auf den zweiten Anlauf. Das Base-Deck hat ein wenig Zeitverzögerung drauf. Das ist ja auch Schrott, das Ding. Einmal noch überbelasten. Lötstation auf Vollfeuer. Sehr beachtlich, was so ein Makita-Akku in der Lage ist zu leisten. Man darf nicht vergessen, hier kommt die Energie raus. Akku noch immer schön brav voll, wird wahrscheinlich nicht von langer Dauer sein. Weil hier haben wir eine Energiedichte, glaube ich, von 50 Wattstunden. Das hieß, in knapp einer dritten Stunde mit dieser Leistung müssten wir leer sein. So, ich lasse den Herrn jetzt noch ein wenig weiterlaufen, dass wir auch sehen, ob der Makita-Akku dem entspricht. Das heißt, die Lötstation wird immer wieder nachheizen und dann gibt es ein Fazit von mir.
Die Poolwärmepumpe läuft noch immer. Die wird natürlich nicht über diesen kleinen Mikroinverter versorgt, aber die Umwälzpumpe wird versorgt. Die IBO, die hat dann gute 80 Watt. Man darf ja auch nicht vergessen, man braucht die Blindströme. Das heißt, ungefähr 100 Watt muss dieser Inverter hier jetzt leisten, weil er keinen Blindstrom bereitstellen kann. Leider mit dem Basetech 0815 Steckdosenmessgerät konnte ich jetzt nichts mehr messen, weil die Spannung verrückt gespielt hat. Entweder ist er jetzt kaputt gegangen oder hat es mit dem Säbelzahn-Sinus zu tun. Man hört es ja auch anhand des Geräusches von der Pumpe. Ich werde jetzt mal kurz, also das möchte ich jetzt nicht. Gebe kurz das Mikro runter, da hört es. Und wir sind jetzt eine gute Viertelstunde unterwegs. Jetzt schauen wir aber, was er uns kapazitätmäßig anzeigt. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er noch zu 3/4 gefüllt ist. Das ist sicher ein fetter Blödsinn. Da hat er noch relativ eine hohe Spannung, weil dieser Akku hat ja, okay, 90 Wattstunden. Dann schaut die Sachlage anders aus, dann stimmt die Anzeige. Sie sind 5-amperiger, das heißt, der hat eine Energiedichte von 90 Wattstunden. Würde jetzt theoretisch, wenn wir jetzt die Verlustleistung hier nicht mitrechnen, fast eine Stunde diese Umwälzpumpe schaffen. Schon ein geiler Scheiß. Ich habe vorher gemessen 33 Grad. Gut, nicht einmal gescheit 1 Grad mehr. Ich meine, ob ihr es seht. 33,6. Also der ist nicht einmal wirklich großartig warm geworden, weil nämlich bei den roten, was ich euch vorher gezeigt habe, da sind ja sofort die Lüfter angefahren. Spannendes Ding. Dass ihr auch glaubt, dass das wirklich die Umwälzpumpe versorgt. Wenn ich da jetzt drauf schalte, läuft noch ein wenig die Pumpe nach. Und jetzt kommt der Fehler E3, und das ist, weil der Fluss gestört ist und dadurch schaltet sie sich ab. So, was machen wir jetzt mit dem Ding? Also mein Fazit, irgendwo schon ein wenig ein geiler Scheiß, das Ding. Ich glaube, kostet 60 bis 80 Euro, schaut es dann ein paar Tage später nach der Veröffentlichung von Video rein in der Linkbeschreibung oder geht es auf meiner Homepage. Dort habe ich die Artikel auch immer wieder in meinen Amazon Storefront reingelegt, die was ich teste und überprüfe. Da im Prinzip auf den Polen plus minus noch ein 18 Volt Solarmodul drauf und fertig ist die kleine Powerstation. Finde ich irgendwie grenzgenial, das hat was. Ich glaube, schon langsam werden wir es schaffen, unsere Do-It-Yourself-Powerstation zu generieren, vor allem auch ein wenig auf Nachhaltigkeit, weil ich sage mal, Makita-Akku oder Einhell-Akku, derjenige, was ein wenig Heimwerker zu Hause ist, der wird das auch haben. Dementsprechend, glaube ich, ist das schon mal ein vernünftiger Ansatz. 200 Watt kann das Ding. Auf der Verpackung habe ich sogar etwas gesehen, da hat es mehrere Typenbezeichnungen gegeben, hat es das Ding scheinbar auch mit 300 Watt gegeben, habe ich auf Amazon noch nicht gefunden. Fakt ist, ich finde das das Netzsystem, das schutzisolierte Netz funktioniert, der IT-Schutz ist gegeben, war beim roten Kollegen grenzwertig, der ist mir auch im Zuge des Testings leider verreckt, der rote Kollege, aber vom gesamten Aufbau her, das Ding ist relativ klein, kompakt, metallisch, nicht diese Plastikkiste. Die Stecker da vorne, die sind halt alle ziemlich öde. Aber allein dieser Adapter, das hat was. Also es ist nicht wirklich nicht blöd. Also mit denen kann ich mich ein wenig anfreunden. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon dieses Teil. Vielleicht könnt ihr mir auch ein wenig euer Feedback zurückmelden. Ich sage einmal danke für euer Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder irgendetwas entdeckt habe, was Strom machen kann. In diesem Sinne verschüsse ich mich. Habt eine schöne Woche. Euer Mr. Mining. Tschüss. Baba.